Hi Leute, Zenex hier und willkommen zurück bei Lost Odyssey. Ja, wir sind hier stehen geblieben. Ich habe lange kein Lost Odyssey mehr gespielt. Mit der ganzen Pause, mit meinem Umzug und so weiter. Jetzt geht's weiter mit Lost Odyssey. Gehen wir mal durch diese Tür. Bringt nichts. Drücken, ziehen. Nichts hilft. Es gibt auch keine Hebel oder sonst was, um die Tür zu bewegen. Was jetzt? Können wir die Tür nicht einfach einrennen oder so? Was meint ihr? Eine so stabile Tür, Jensen? Wie denn? Das müssen wir herauskriegen. Naja. Ich wusste es sogar auch mal. Man muss es irgendwie so machen. Ja, komm, los fassen. Das jetzt, wenn man hier oben drauf drückt. Ta-ta-ta-ta! Der Stein nämlich jetzt runterrollt. Juhu, geschafft. Na gut, dann weiter. Ja. Nicht ganz so schwer. Ich wusste es aber wirklich, ehrlich gesagt, nicht hundertprozentig mehr. Und ein Random-Kampf natürlich. Das gehört dazu bei Lost Odyssey. If it's a fight you want, you got it. You got it. Oh, ein Golem. Und ich habe schon wieder vergessen, gegen was er anfällig war. Ich glaube, gegen Luft war das. Machen wir erstmal die kleinen Dinger hier kaputt. Und die können zaubern. Schwarze Magie, Luft. Fähigkeit. Nein, Zauber. Schwarze Magie, Luft. Ah. Gut. Sehr schön. Na, machen wir erstmal auf den anderen hier. Zack, zack, Zauber, Schwarze Magie, Luft. Zauber, Schwarze Magie, Luft. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach Gott, schlecht. Nicht mal down. Luft. Und nochmal Luft. Und Level 20 für Kook. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt gleich nochmal durch die... Zack. Vorgeheilt. Und durch die... durchs Loch. Schrein des Zauberers. Abgrundaltar. Mac! Mac? Mac? Wow. Puberty's weird. Now I understand why it's a cursed forest. Wait. But he's calling me. Mac is possessed by the forest. If you get too close, you might end up cursed also. I have to save him. No! Bad idea. Mac! Holy! Okay, Boss Time! Oh yeah! Let's get it on!
Wir müssen ganz viele Tentakeln kaputt machen. Dann gehen wir mal los, würde ich sagen. Gehen wir mal mit beiden auf ein und er benutzt erstmal, wie eigentlich immer, als Schild. Nicht gut. Okay, weiter geht's. Angriff, Angriff. Und mit ihm machen wir mal Prisma. Langsamer, okay. Misserfolg, sehr schön. Obsidian-Seufzer. Kein Problem. Nochmal Seelenabfluss. Die haben noch genug HP. Ich würde sagen, die können einfach mal weitermachen. Wobei sie kann mal Psephir benutzen. Und er macht natürlich weiter. Oh oh. Können auch nicht irgendwie Cook helfen, außer Damage, Damage, Damage. Zauber, Schwarz. Was ist das für Elemente eigentlich? Keine, okay, dann ist es egal, da machen wir ruhig Feuer auf C. Das ist die Tentakel, glaube ich, wo sie dran ist. Misserfolg. Obsidian-Seufzer. Kein Problem. Seelenabfluss. Okay, das ist wirklich die, wo sie dran ist. Hätten wir uns vielleicht beeilen müssen in der Stelle. Wir machen hier aber mal erstmal ein C4. Ich hoffe, die Angriffe von den beiden reichen aus, um das Ding kaputt zu machen. Okay, oder auch nicht. Ah, ist so knapp. Nicht, dass uns Kuk hier wegstirbt. Zauber, schwarze Magie, Feuer auch auf den drauf. Come on. Obsidian-Seufzer, okay. Oh, diesmal nur auf Jensen. Cook verliert nochmal ein wenig TP. Und das Ding ist immer noch nicht down. Ich muss hier aber vorsichtshalber C4 machen. Jetzt. Schnell weg. Und alle down. Meg.
Okay, jetzt ist Mac das Ziel und wir wollen natürlich nicht Mac wehtun. Ist ja klar. Wir benutzen das erste Mal das Heilungskraut für Cook, weil sie sehr angeschlagen ist. Dann benutzen wir Schlaf bei Mac. Das ist eine, ein kleiner Trick oder die Taktik, die man wählen sollte. Denn wenn er schläft, kann er nicht mehr beschützen. Und die machen mal alle. Machen wir hier nochmal als Schild ruhig. Obwohl, die haben das ja noch alle. Können ruhig sagen, all Barrikade, denke ich, macht vielleicht mal Sinn. Okay. Alles klar. Sleep, sleep. Sehr schön. Schatten. Kaum Damage. Gut, dann können wir jetzt angreifen, da Mac jetzt schläft. Er ist eher der Angriffsmage, deswegen macht er mal einfach weiterhin Damage und sie kann mal hochheilen. Mit C4. Och Gott, macht man da wenig Schaden als Nahkämpfer. Obsidian Seufzer, kennen wir schon. Hoffentlich nicht auf die hintere Reihe. Doch, auf die hintere Reihe. Oh, gut Schaden zumindest. Alle hochgeheilt. Benutzen wir mal Gegenstände. Und zwar benutzen wir mal Bomben. Oh, Mac ist wieder am Leben. Nicht so cool. Dann benutzen wir... Wir können was von ihm stehen. Ne, dann verteidigt er erstmal nur. Wobei er kann eigentlich... Dann benutzt wenigstens eine Heilungsmedizin für Jansen. Irgendwas zumindest. Hier machen wir wieder schwarze Magie Schlaf. Und hier machen wir dann... Man kann dann nicht den anderen angreifen, das ist blöd. Können ja mal gucken. Ja, dann macht er nochmal C4 und sie kann mal Konzentration machen. Okay. Schlaf gut. Alles klar, so dann benutzen wir Mana Kraut für Seth. Sie greift einfach an. Er macht einfach Feuer und sie macht einfach... Ich habe glaube ich nichts anderes. Ja gut, Gift, aber macht auch einfach Feuer. Okay. Der Obsidian Seufzer. Ka-ching. Macht nichts aus. Ich glaube, Mac schläft immer noch. Ne, er ist wieder da. Natürlich doof. Was machen wir? Wir verteidigen. Sie kann eigentlich ruhig Zauberunterstützung machen für... Ja, warum nicht für Jansen? Dann kann er nämlich mal ruhig schwarze Magie mit Schlaf machen. Und sie kann nochmal C4 machen. Sehr schön. Immer alle hochhalten, dann ist es sehr viel einfacher. Schatten macht kaum Damage. Und jetzt können wir nochmal alles geben.
Was? Die haben mich doch zum Schlafen gebracht. Verteidigen. Zauber, schwarze Magie, Schlaf. Zauber, schwarze Magie. Schlaf. Jensen hat fast keine MP mehr. Natürlich Misserfolg. Okay, wenn Max... Nee, oder? Jetzt ist er schon wieder. Aber wir können das wie folgt machen. Warum macht Seth eigentlich jetzt nichts mehr? Mana Crown für... So, Magieunterstützung, dann heißt es, dass sie nicht mehr angreift, oder was? Okay. Jensen, Mana geben, er soll dann schwarze Magie... Ja, er kann natürlich da nichts casten. Oh, das ist doch alles Mist. Zauber, schwarze Magie, Schlaf, zack. Okay. Okay. Jetzt können wir wieder Gegenstand. Müssen wir nochmal Mana-Kraut für Kuk. Sie kann ja auch mal was zaubern. Und zwar Feuer auf den. Zauber, Feuer auf den. Zauber. Feuer auf den. Okay. Halten wir jetzt mal nicht hoch, weil ich glaube nicht, dass... Ich meine, die kriegen nicht über 100 Damage. Also nicht über 146 Damage. Das waren immer so 110 oder 20, ja. Reicht also locker aus. Feuer. Burn. Und es ist down. Und Mac. Beziehungsweise Max, aber die sprechen ihn Mac an. Deswegen versuche ich es auch so zu sagen. Ist befreit. Ist erlöst.